Tschüss. Jammers. Freunde, bevor es weitergeht mit Erkundungstour, geht es jetzt erstmal zu meinem Homie Stefano. Ihr kennt ihn schon aus dem letzten Video. Sehr, sehr geiler Spot hier. Ich muss ihn euch nochmal zeigen. Und hier futtern wir uns einen leckeren Fisch. Und dann geht es weiter mit Erkundungstour durch Rodos. Leute, ich weiß nicht, ob das der erste Schluck vom Mythos ist oder so, aber ich bin gerade ein bisschen sentimental, weil ich hier überlegt habe, ich sitze hier gerade einfach auf Rodos, erkunde die Insel für euch und das alles nur dank euch, dass ihr Sachen bei uns im Shop bestellt, Travel Guides so gut bei euch ankommen und ihr die YouTube-Videos schaut. Und es ist einfach nur krass, ich bin so dankbar dafür, für diese Möglichkeit, das zu machen, wofür meine Leidenschaft einfach brennt. Und so ein Businessmodell daraus gemacht zu haben, ist einfach nur Trauma. Vor allem ist es voll die Win-Win-Situation. Ihr bekommt die geilsten Tipps für euren Urlaub. Ich liebe es, euch die Tipps zu vermitteln. Liebe es, die Videos zu machen. Ohne Spaß, ihr habt da richtig Bock drauf. Ich arbeite mit Sicherheit an den Videos länger als einem 9-to-5-Job. Aber ich habe einfach so Bock darauf und ich hoffe, das kommt auch rüber. Deswegen, Leute, vielen lieben Dank für den ganzen Support, dafür, dass ihr die Videos schaut, immer ein Like gibt. Und ich würde sagen, Jammers, Leute. Danke. Leute, wenn ihr irgendwie einen Traum habt, ein Ziel, verfolgt es und just do it. Bleibt an eurer Mission dran und es wird sich irgendwann auszahlen. Bei mir hat es auch länger gedauert, aber es ist einfach schön, sowas eigenständig zu machen, ohne irgendwie auf jemanden angewiesen zu sein. Traumhaft. Und das alles nur dank euch. Hammer. Vielen Dank dafür, ey. Nice. Dorada, huh? Yes. When the dorada, it's yellow in the head, it's from the sea. Okay. When we know yellow in the head, it's from the pool. Where is the yellow, you mean? Here. Okay. Ah, okay. No, good. Yellow, it's from the pool. Okay. The yellow, it's from the sea. Good advice, thank you. Leute, so sollte man auf jeden Fall in Griechenland leben. Griechischer Salat, Dorade, bisschen Brot, Olive Oil from your grandma, yeah, right? Yes. Sick. And the Greek beer, huh? And the Greek beer, also from your grandma. Nice. Jammers. Ey Leute, geil, Alter. Oh, Olivenöl von der Omi, einfach nur nice. Ihr habt eine frische Dorade, ihr habt es gehört hier, wenn die Dorade oben am Kopf gelb ist, dann ist sie aus dem Ozean, wenn nicht, dann ist sie aus einem Swimmingpool. Also Leute, ich sag's euch, es lohnt sich hier einfach mal einen Mietwagen zu holen und einfach zu Stefano zu fahren. Jammers, ich gönne mir jetzt die Dorade. Cheers. So Stefano, tell me, where did you get the fish from? I have four different fishermen. Okay, four different fishermen, okay. Yes. For example, this is with the hook, the big hooks. Okay. Sipas, yeah. Dorada, red snapper. The other, it's a golden grouper, it's with a spear, if you see. Okay, nice, yeah. Okay. The red mallet, it's with the nets. This is red snapper with in the sand, no, in the rock. Plus, okay. Yes. Yep. That's why the color is more. Mm-hmm. And the groupers, octopus, everything. Octopus as well. Oh wow. Wow, the full fridge. Yes, man. 100 kilos. Yeah, I love your place. Yeah. It's super delicious, and over there everything gets cooked, right? Yes. And it's okay. And the. Yep. Here's the grill. Yes. Ooh. Berbilis. Hello. With natural barbecue in the fire. Oh, amazing. Grill here. Wow, look at this, guys. On a charcoal grill. Oh, this smells amazing. Wow. Also some souvlaki. Also from the ocean? No. No, this looks epic. Beautiful. Wow. Good job, yeah. Thank you so much. It's super delicious. Oh, bye bye. Wow. So, my friend. Thank you so much. Thanks. It was a pleasure to be here. Yes, and me. Yeah. All the best for. If you guys come here to Rhodes,
get a rental car, come to Stefano Junior and get some fish because this is the best place. Here is like a family business. Everyone works here, like grandfather, grandmother, super nice. See you. See you. Thank you. Bye-bye. Bye. Leute, ich bin gerade unterwegs auf einer kranken Straße. Alter, zweiter Gang geht nicht. Entweder wird's eine richtige Qual und es wird sich gar nicht lohnen oder es wird sich absolut lohnen, weil es so eine kranke Straße ist. Und auf Fotos sah das alles schon mal sehr, sehr geil aus. Auf Maps, Alter, wer kommt hier entgegen? Wow, this is crazy. Digga, erster Gang, der geht nicht nach oben. Alter, gib Gas. Jawohl. Oh, come on, come on, come on. Yep. Let's go. Come on, bro. Oh. Erster Gang, Alter, und das Ding geht nicht nach oben. Ich würde euch empfehlen, hier eher mit so einem Quad hochzukommen. Bin schon komplett nass geschwitzt. Alter, geisteskrank, aber ich hoffe, es wird sich lohnen, ey. Jo. Okay Leute, ich glaube, ich habe eine versteckte Perle hier auf Rhodos gefunden und zwar ist es Agios Fanorios, ey, Secret Beach. Man kommt hier wirklich nur mit dem Auto hin und oder mit dem Boot, aber es ist übertrieben versteckt und vor allem fährt man auch über so einen richtig kranken steinigen Weg. Hinter mir eine wunderschöne kleine griechische Kirche und vor mir einfach das absolut geilste Meer, das man sich jemals vorstellen kann. Ey, blaues, kristallklares Wasser. Ich glaube, hier werde ich erstmal ein paar schöne Stündchen verbringen und euch einfach mal geile Eindrücke vorbeibringen, weil es ist einfach nur unfassbar schön. Nice, let's go! Friends, wir sind jetzt angekommen in Rhodos Innenstadt und die Legends haben mich wieder mal gejoint und zusammen erkunden wir mal ein bisschen hier die City von Rhodos, weil das ist glaube ich auch der erste Anlaufpunkt, wenn ihr hier auf der Insel landet und deswegen schauen wir mal, was man hier so Geiles machen kann. Jungs, schau euch das mal an. Kühles Bierchen, nimm raus. Yes. Let's go. Tschüss. Yamas. Sind wir hier gerade am Ellie Beach. Hier ist so ein kleiner Beach Club und da vorne, geil, Alter, kann man in so einen Turm reinspringen. Das werde ich auf jeden Fall jetzt auch mal machen. Sehr, sehr nice. Leute, wir haben uns eine Liege genommen hier, uns wurde nichts gesagt, wir mussten jetzt nochmal 20 Euro pro Liege zahlen, bisschen teuer hier der ganze Schuppen, vor allem weil wir nur 15 Minuten hier waren, aber na gut, die haben gesagt, ihr müsst trotzdem bezahlen, ja dann habe ich euch trotzdem bezahlt, aber nur damit ihr es wisst, so eine Liege kostet ein 20, da könnt ihr euch hier natürlich den ganzen Tag aufenthalten, wahrscheinlich müsst ihr dann auch noch Getränke ordentlich bechern, aber nur damit ihr Bescheid wisst, ansonsten cooler Spot, nur halt ein bisschen schickimicki so komisch, aber der Turm macht es wieder geil. Ja, Freunde, jetzt noch mal ein bisschen Geschichte mit dem Krüger. Und zwar seht ihr hier hinter mir den Hafen von Rhodos. Und genau hier vorne stand mal der Koloss von Rhodos. Eines der Weltwunder war, was es leider nicht gibt. Der ist irgendwie innerhalb von einem Erdbeben runtergefallen oder weiß ich nicht was. Und dann haben die den wahrscheinlich irgendwie zu irgendwelchen Schwertern und Schildern gemacht. Ja,
Hier war der gute Kerl. Also es muss wahrscheinlich so eine krasse Sache gewesen sein, wie so die Statue of Liberty in New York. Und ja, ich würde sagen, wir hauen uns jetzt mal einen leckeren Pirog rein hier in Rodos. One of these original ingredients. I have is pork, chicken. Yeah. Yeah, I go for pork, please. Yeah. And one with only vegetables for him. Sorry. Oh, that's good. Leute, das liebe ich ja, ne? Authentisches Streetfood direkt auf der Straße von Rodos. Hier der geile Grill. Mmh, besser geht's nicht. Ich bin gespannt, wie es lecker schmecken wird.